Jo Freunde, was geht ab? Black Sabbath Berg, herzlich willkommen zu einem schönen neuen Video hier. Ich bin in Hannover Hauptbahnhof. Ich fahre jetzt gleich mit einem Kollegen nach Berlin. Und zwar habe ich von Life is Pain eine Einladung bekommen von Jamul Freelissing in sein neues Album. Und wir sind beim Radio Jam FM und danach gibt es ein Interview. Keine Ahnung, ich dachte, ich halte das einfach mal fest, wird bestimmt ganz interessant für euch sein. Und ja, wir sehen uns gleich in Berlin, Freunde. Ich wachse rein ins Geschäft, ich wusste, die Zeit ist perfekt. Mein Comeback war ganz nett, doch die Bombe. Jo Leute, was geht ab? Ich bin back. Hier, Berlin, Hauptbahnhof. Jetzt erstmal ein bisschen werde ich euch mitnehmen. Ich werde hier so eine Stadtrundfahrt machen, beziehungsweise einfach durch die Gegend ein bisschen laufen. Bisschen was futtern, dies, das. Also heute habe ich große Erwartungen an den Tag. Deshalb seid auf jeden Fall gespannt, ihr wisst Bescheid, ne? Waldorf Astoria. Boah, Berlin wird unsicher gemacht, Freunde. So, Freunde, jetzt sind wir hier am Bahnhof. Für die, die aus Berlin kommen, ist es langweilig, aber ich dachte mir mal so, wieso nicht? Dann kann ich auch gleich hier einen Drehtag draus machen. Ne? 309X, ne? Ihr wisst Bescheid. Ah, die Antäuscher, jedermann kennt ihn. Ja, Mann. Ich fühle mich hier gerade wie so ein Opfer, die diese Bahn feiern. Auf jeden Fall müssen wir Bahn kommt, Freunde. In der steigen wir jetzt ein. Ja, das ist so, lobe ich mir das. Ja, 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 schön leer hier. Okay, ich glaube, hier war ich aber schon mal. Ja. So, Freunde. Massiv Döner. Leider haben wir ihn nicht angetroffen. Sonst hätte ich auch mit ihm ein Video gemacht. Ist doch ganz klar hier. Aber wollen wir jetzt mal hier wenigstens Stift und Warentest bei Lexet. Sieht gut aus, ne? Ja. Mhm. Geht klar. Ja. Ja. Mhm. Schmeckt, Freunde. Kann man machen, ne? Danke dafür. Haut rein. Bis später, ne? Es findet eine Show noch ein bisschen später statt, Freunde. Deswegen mal schauen. So, Freunde. Adi und ich, wir sind auf jeden Fall im Modus. Schon den einen oder anderen Jibbo gesmoked. Komm mal her, Adi. Digga. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich war kurz bei Jam FM oben. Da ist die eine Show, die andere ist ein bisschen später. Und ja, müssen wir jetzt auf jeden Fall schauen. Vielleicht ziehe ich sogar bald nach Berlin, wer weiß, Alter. Gefällt mir hier auf jeden Fall richtig gut. Und alles fresh. Adi Antäuscher. Also Berlin gefällt uns, wir überlegen herzuziehen. Wie spät haben wir es jetzt? Kurz vor Rolex. Nein, Spaß. Ich habe eine Odom APG heute um. Wir haben es jetzt 16:45. 17:30 ist irgendwie so Einlass. Ich schätze mal so 18 Uhr. Also 18 Uhr soll dann das Event losgehen. Ich habe den Link bekommen. Das Video kommt jetzt nicht heute hoch. Erzähl auch mal was hier, Adi. Oh, ich muss das überlegen. Egal, aber das Video wird safe auf meinen Kanal kommen. Ist mal was anderes. Auch mal draußen. Lexep in Action mit Adi Antäuscher. Adi 309X, ihr wisst Bescheid. Ja, Mann, X 3x, XXX. Nee, auf jeden Fall. Scheißegal, das X kommt weg oder auch nicht. Scheiß drauf, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall
Berlin ist geil, ehrlich, sage ich euch so wie es ist. Ich glaube jetzt ganz schön lange schon. Ich weiß nicht, ob wir uns gleich nochmal sehen oder erst bei dem Event, wenn es losgeht. So, Freunde, Lexept meldet sich jetzt nochmal zu Wort. Abschlussrunde. Berlin war richtig, richtig geil. Jetzt sind schon ein paar Tage vergangen. Aber Berlin war sehr, sehr geil. Jamul war da, natürlich. Forti, Alisha Morgenstern. Dann das ganze Management, bla bla bla. Und dann, Gott sei Dank, darauf habe ich mich am meisten gefreut. Das war so an sich gar nicht klar, ich habe es nur gehofft. PA Sports kam. Der war dann auf jeden Fall auch am Start. Übelst korrekt gewesen. So meine Musik konnte er sich jetzt nicht anhören, wegen Zeit, dies, das. Und natürlich auch, war es da so laut und so. Alles gut, ne? Ich habe auf jeden Fall die, also seine private E-Mail-Adresse bekommen. Ich meine, immerhin, ne? Ist doch ganz gut. Dann schicke ich ihm meine Sachen rüber. Und ja, also war wirklich geil. Spiel jetzt so mit den Gedanken dahin zu ziehen, dies, das. Hat richtig Bock gemacht. Also wirklich extrem geil. Hab das Management kennengelernt, die Stars 40, mit denen schreibe ich ja ab und zu, hab ihn gefragt, ob das fake ist wegen dem Event, er meinte halt nein und so. Der war auch ganz korrekt, Jamul auch, er war genauso stoned kann sein wie ich. Also war wirklich, wirklich, wirklich richtig geil, alles Herzens, gute Menschen. Okay, ein bisschen aufgeregt, so war Jamul, ein bisschen so schüchtern, hat er aber auch gesagt, aber war korrekt. Einzige, was ich vergessen habe zu fragen, was in der Box drin sein wird in der neuen, weil ich bin ja ehrlich, die anderen Boxen hat ich halt bisher so nicht gefeiert, aber ich hoffe, dass jetzt die dann rauskommt, dass die Box geil sein wird. Das Album ist richtig, richtig geil, das ist stark auf jeden Fall, brutal, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Was wollte ich sagen? Wenn ich eine Box rausbringen würde, Freunde, ich weiß jetzt, was ich reinmachen würde. Und zwar eine MPC, so mit ein paar Beats, so dass man da, also was heißt Beats, aber ein paar, dass du da ein paar Drums hast, dies, das, jenes. Das würde ich machen. Das würde, glaube ich, voll geil kommen. Ja. Ja, ansonsten, was wollte ich noch sagen? War geil, das Event, also das muss man wirklich sagen, sowas. Davon haben bestimmt schon mal manche andere auch gemacht, aber davon kann man sich erst eine Hälfte abschneiden, manche. Können sich manche eine Scheibe von abschneiden, so. Also das war wirklich, wirklich geil, ne? Schön gegessen, ne, gegessen hatten wir jetzt nicht, okay, die haben sich Pizza da alleine irgendwie dann gegönnt. Aber es ging, glaube ich, gute anderthalb bis zwei Stunden so. Getrunken haben wir auf jeden Fall. Also war wirklich richtig geil, also definitiv. Ich hoffe auch, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Format so gefallen hat mit Vlogs machen, dies, das, dann kann ich sowas auch mal gerne öfter auf diesen Kanal bringen. Ne, ein paar private Einblicke in mein actionreiches Leben. Weil geht manchmal schon gut ab, sage ich euch ehrlich. Dolle, dolle, dolle. Okay, Leute, ich würde sagen, erstmal haut rein.
liken, teilen, abonnieren, ihr wisst Bescheid, checkt meine Musik ab. Ich bin fleißig am Machen. Wer weiß, Danger Musik. Und dann gehe ich aber direkt rüber zu Life is Pain, sobald ich die Möglichkeit bekomme. Ich werde dann so der deepe Rapper. Storytelling, die Stars. Das wäre auf jeden Fall voll meins. Ne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ne? Schreibt gerne was in die Kommentare und so. Und ja, Mann. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Lexep, Freunde. Ihr wisst Bescheid.